Das kann ich mir vorstellen. Jetzt bin ich gespannt, ob das geht. Yeah! Er macht das echt. Luftballon mit Haken. Oh, ich bin so glücklich gerade. Wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. So. Dann ab ins Bad. Und jetzt bitte verhak dich irgendwie, sonst drehe ich durch. Juhu! Hey! Ich finde, das ist ein kleiner Irgendwie war Applaus das nicht hier. so witzig, wie ich dachte. Habt ihr das? Habt ihr Poki gehört? Das ist ein Applaus wert, ja. Sehr schön. Gut. Jetzt ist natürlich nur noch die Frage, was stellen wir damit an? Wenn wir jetzt wieder an diesem Rohr treten, bleibt das dann vielleicht dort hängen? Bleibt es? Jawohl. Sehr schön. Okay, Wenzel. Es wird gleich ein bisschen feucht. Nicht wundern. Okay. Was genau ist jetzt passiert? Jetzt gucken wir da nochmal rein. Hier ist nichts Oh, drin. schon wieder abgeflossen. Abgeflossen. Ach ja, hier durch den. Ah, Moment. Wo führt das denn eigentlich hin? Das führt ja, glaube ich, hier runter. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Unter der Dusche. Okay. Können wir vielleicht das Rohr ein bisschen sabotieren? Dass das dann irgendwie da wieder rausläuft? Das ginge ja dann eigentlich nur mit dem Bohrer. Wenn überhaupt. Wenn es überhaupt geht. Ist natürlich die Frage. Aber wenn, dann kann es eigentlich nur mit dem Bohrer sein. Juhu! Oh Mann! Der macht's ja echt! Gott, ist der böse! Warum ist der so böse? Das ist ja. So, ja, du hast es doch irgendwie gerade ausgelöst. Na ja, gut, eigentlich habe ich ihm nur den. Ja, eigentlich habe ich ihm ja den Also. Befehl dazu gegeben. Armer Wenzel, du weißt noch gar nicht, was gleich bei dir passiert. Armer Kerl. Na schön. Wassermarsch! Ja, wenn ich jetzt noch hinbekomme, den Hahn zu betätigen. Genau. So, jetzt aber. Der arme Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Dann nichts wie. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Na, dann gucken wir doch mal. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur. Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. Okay. Gut, Wenzel ist weg. Wir nehmen uns die Wünschelrute. Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Puh.
Ach, wie schön. Ja, gut. Da haben wir wieder ein bisschen was erreicht. Wir haben zwar immer noch kein Wasser, aber was soll's. Dann speichere ich mal kurz. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe irgendwie... Ins Hauptmenü gegangen. Ich kann auch einfach auf Weiterspielen klicken. Ich kann auch weiter, ja. Ich weiß auch nicht. Irgendwie... Es ist schon so spät am Abend. Es ist schon viel zu spät am Abend. Ich merke das schon. Draußen ist schon alles dunkel. Ach ja. Das Wasser läuft immer noch fröhlich. Warum auch immer. Okay. Na dann. Wenzel müsste ja jetzt irgendwo beim Bürgermeister sein, gehe ich mal von aus. Ich mach kurz. Ja, wir machen mal einen kurzen Cut. So, da sind wir wieder. Und ja, Wenzel ist, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, jetzt mal endlich in Richtung Rathaus abgedüst. Oh, da können wir endlich mal die gute alte Lotti wieder besuchen. Ich freue mich. Das ist schön. Lotti! Hallo, Lotti! Du schon wieder? Ah, na toll. Bin ich jetzt endlich dran? Im Augenblick ist Wenzel noch beim Bürgermeister. Danach sind die Nummern 63 bis 65 dran. Ah, also sprich die hier. Mhm. Na toll. Ah. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Gut, dann komme ich da jetzt noch nicht rein. Halt! Wo willst du hin? Zum Bürgermeister. Das für eine Wartenummer! Ich hab doch eine. Na gut. Verdammt, dann bringt das jetzt ja noch gar nichts, oder? Nehmen wir an, die kann ich ja nicht einfach wahllos irgendwo einsetzen. Das ist ja... Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird das noch nicht viel bringen. Lotti, hast du irgendwo Wasser? Was haben wir denn da? Ist das etwa ein kleines Präsent, das meine Position in der Warteschlange aufbessern könnte? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Na gut. Ich glaube, dann bringt das noch nicht viel. Schade. Ah. Ich weiß zwar noch nicht, wozu die gut sind, aber ich nehme sie mal mit. Vielleicht war schon irgendwo von Magneten die Rede. Ich habe auch so ein schlechtes Gedächtnis. Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, verdammt. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ja. Vielleicht redest du auch von irgendeiner Information, die ich vielleicht eigentlich schon hätte bekommen müssen, aber aus irgendeinem Grund noch gar nicht bekommen habe. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, du hast bei dem einen Dialog geschlafen, weil du dich ja auch an diese andere Sache nicht erinnern konntest, dass wir die schon gehört haben. Aber ich glaube, gehört haben wir sie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwie gehört haben. Das Problem ist, ich habe das Spiel ja selbst so häufig gespielt, dass ich nach einem Tag so auch überhaupt nicht mehr weiß, was ist hier passiert, während wir gespielt haben und was ist passiert, während ich halt irgendjemand anders beim Spiel zugeguckt habe. Naja, klar. Ist verständlich. Ja gut, die Information, die du, glaube ich, meintest, war dann bei dem Typen hier. Bei, wie hieß er noch gleich? Er ist so schlecht mit Namen. Hanek, ja. Reden wir mal mit ihm. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Wow. Was? Sprengplan? Wie? Wo? Weil dann noch gleich steht, nehme ich mal an, dass wir das tatsächlich schon gefragt haben. Das heißt, meine Erinnerung war... meine Erinnerung war scheinbar doch gar nicht so verkehrt. Okay, dann irgendwie... Also du kannst es nochmal natürlich nachfragen, deswegen ist es ja nochmal noch da. Ah, sehr gut. Wie genau funktioniert der Sprengplan noch gleich? Oh, ganz einfach. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Richtig, danke. Warum kann ich mich daran nicht erinnern? Warum habe ich das Gefühl, dass ich das jetzt... Ich hatte gestern auch so ein bisschen den Eindruck, dass du teilweise so ein bisschen in der Trance gespielt hast, so auf Autopilot. Kann sein. Bis bald. Egal.
Dafür bin ich jetzt voll und ganz da und spiel mal ein bisschen mit dem Magneten. Dann erinnerst du dich auch nicht mehr an die lustige Szene. Warte mal, war das nicht gerade bei dieser Szene, wo du gestern halt irgendwie plötzlich angefangen hast, Lieder von Mariah Carey zu singen? Doch, das war doch die Szene. Also ich weiß es noch ganz genau. Okay. Ja. Das, ich fand es auch merkwürdig. Also es hat auch gar nicht so richtig in den Kontext gepasst. Aber plötzlich standst du so auf und hast angefangen zu singen. Und ich dachte so, vielleicht macht er das so. Weißt du, ich habe noch nicht alle den Let's Plays so mir angeguckt. Aber also kam mir auch komisch vor. Aber na gut, so, also es war gestern scheinbar nicht dein... Ich weiß halt nicht mehr alles, ne? Auf die Nummer... Ist möglich, ich meine... Nur mit der Unterhose und so, ich meine, man muss sich ja nicht immer an alles erinnern. Ja, ich meine, ich sollte vielleicht vor meinen Aufnahmen einfach nicht mehr so viel trinken wie gestern, dann geht das vielleicht, aber ich weiß es nicht. Okay, ich glaube, wir probieren mal die Magneten hier aus. Oh Gott, das sieht rätselmäßig aus. Ich kann hier nicht zufällig skippen, ne? Okay. ja. Jetzt haben wir hier viele schöne Standorte. Und ich darf jetzt entscheiden, was hier hochgejagt wird, oder was? Toll. Da muss Wenzel jetzt dran glauben. Ich hab ehrlich gesagt... Die zeigen ja in verschiedene Richtungen, sehe ich das richtig? Also... Oder sieht das einfach nur so aus? Was muss ich denn hier machen? Was ist das für ein Rätsel? Ich gebe keine Tipps. Gut. Das bringt so eine Art, ich glaube halt irgendwo im Südostpazifik wird das als Folter angewandt. Dass man halt quasi Spiel machen muss und dann jemandem zugucken muss, wie es spielt. Okay. Aber nichts verraten darf. Ich glaube, das ist so eine der grausameren Strafen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ich will gar nicht wissen, wie du dich gerade fühlst. Ich probiere jetzt einfach mal wahllos irgendwas aus, aber ich weiß noch nicht genau, was das bringt. Wenn ich das jetzt mal so lasse, was passiert dann? Achso, da muss ich noch die Glocke läuten, genau. Oha! Das Sprengsignal. Achtung! Sprengung! Ja. Ach ja, hier. Ja. Okay. Das war alles. Jetzt gehe ich mal raus. Was passiert? Okay. Hier und hier ist was passiert. Da leuchtet. Da ist jetzt irgendwie ein Alarmsignal. Okay. Das ist ja schön. Aber was genau fange ich jetzt damit an? Das ist ja. Ich glaube, ich erlöse euch erstmal kurz von diesem Geräusch so. Okay. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, sind die dann immer noch am. Nee. Nee, jetzt hat sich's beruhigt. Okay. Weiß noch nicht genau, was das bringt, aber vielleicht finde ich es noch raus. Genau, vielleicht sollten wir lieber zurück zu dem augenblicklichen Problem kommen. Was wolltest du denn gerade machen? Ich wollte nach Wasser suchen. Ja. Und wo wolltest du nach Wasser suchen? Nee, ich höre auf. Ich gebe jetzt keine Hinweise zum Spiel mehr. Ich erzähle jetzt lieber ein paar Anekdoten aus der Entstehungsgeschichte. Das wäre übrigens hier einer der ältesten Screens, die wir schon erstellt haben in einer ersten Fassung, bevor wir Harveys neue Augen begonnen hatten überhaupt zu konzipieren, programmieren. Also den gibt es schon sehr lange. Davor, in der ursprünglichen Fassung, hat er noch einen etwas anderen Stil, also ein bisschen mehr mit Texturen gearbeitet, ein bisschen dreckiger. Bis wir uns dann schließlich darauf geeinigt hatten, dass wir die Formen, obwohl halt nicht untexturiert, aber trotzdem ein bisschen mehr an die Figuren anpassen, die Hintergründe. Also ein bisschen cartooniger werden, also ein bisschen flächiger das Ganze kolorieren. Der Micha
Er hat diese Hintergründe gezeichnet. Ich habe Benrad. Ein guter Mann.